Advent, Advent, zwei Kelche brennen. Ja, 2 mal 2 macht 4, witte, witte, witt. Und 2 macht 9 oder so ähnlich. Willkommen zum vierten Advent-Special bei der Orakelnixe. Neben der Strandpromenade. Wir machen es uns kuschelig und ich hoffe, ihr seid auch vom Alltag jetzt entfleucht, entkommen und kommt ein bisschen zur Ruhe, so wie ich auch. Und meine Wichtelmännchen und meine ganze Bande von der Strandpromenade. Wir machen es uns ebenfalls kuschelig. Und ja, ich möchte euch dennoch nicht das vierte Advents-Special vorenthalten. Wir machen noch eine schnelle Legung, um den Rhythmus vollends hier beizubehalten und den Zyklus dann somit auch mit dem Advent zu beenden. Ja, welche Frage? Haben wir überhaupt eine Frage? Sollen wir es überhaupt mal so vielleicht angehen und das Universum mal schlichtweg fragen, was ist denn noch brisant oder brennend oder ja interessant für uns? Was wissen wir vielleicht noch nicht und was ahnen wir vielleicht auch schon? Ich würde sagen, wir legen einfach mal los, weil ich jetzt keine spezielle Frage habe. Immer auf die Liebe, Liebe fragen, was macht er oder sie, wie geht's ihm oder ihr, was denkt, sagt, fühlt, bla, überhaupt, ne? Ist schön und gut, aber ständig das Gleiche ist nicht gut, auch nicht für die Karten, denn jene wollen ja auch ein bisschen gefördert werden, ja? So, und da die schon recht gebogen sind, muss ich sie auch mal wieder andersrum mischeln hier. So, dass sie wieder ein bisschen gerad werden. Okay, wir machen Kraut und Rüben, Rübli, eine Rübli-Torte zum Heiligen Abend. Liebes Universum, ich habe gesagt, nicht auf die Liebe, Liebe. Okay, ich weiß nicht, was das von Menschelein ist, ob es ein Herzmensch ist, ein Sohn, ein Vater, ein Bruder, ein Cousin, Chef oder sonstiges, Nachbar, ich kann es euch noch nicht sagen, vielleicht erfahren wir es. Hier geht es um einen Gegenüber, männlich oder weiblich. Ja, ihr wisst, die männliche Personenkarte ist hier bei Allgemeindeutungen, also bei meinem Logbucheintrag, immer das Gegenüber. Ja, wir haben das Bäuchlein, wir haben das Schiff, aha. Ja, hat jemand Sehnsucht nach Veränderung, nach positivem Wachstum, vielleicht auch Zuwachs, vielleicht dich im Leben zu haben oder eben auch sich in deinem Leben einen Platz zu verschaffen. Der Engelsflügel oder die Engelsflügel. Ja, du bist für diesen Menschen der Engel auf Erden. Du bist etwas ganz Spezielles. Deine Spiritualität hat jemanden hier schwer beeindruckt, hat jemand auch in die Weisheit dieses Metiers gebracht. Zuvor hat man sich noch nicht so tiefgründig damit befasst gehabt. Jetzt würde ich links und rechts würde ich jetzt noch eine Karte jeweils dazulegen, weil es doch schon sehr oberflächlich gedeutet ist. Wir wissen ja noch nicht, wer ist das überhaupt, um was geht es jetzt sowieso. Und okay, die lassen wir zu. Wir haben zwei Karten. Wir haben den Leuchtturm, da gab es einen Rückzug, einen Cut, einen Schnitt, eine Pause. Und wir haben die Seelenverbindung. Ein Seelengefährte, Freundschaft, Bekanntschaft. Ja, eine Freundschaft, Bekanntschaft wurde auf Eis gelegt. Jemand ist mit dem Schiff vermutlich weitergereist, abgereist, umgezogen oder macht vielleicht auch eine Reise. Man hat sich entfernt, jedoch ist die Sehnsucht so groß, dass es den Kapitän, den Seemann oder auch den Pirat oder ja, Räuber, Hotzenplotz oder wie auch immer, zurück in den Hafen drängt. Ja, man hat Sehnsucht, in deinem Hafen anzukommen. Wir haben die Störche hier nochmals, die Reise, positive Veränderung, Entwicklung oder eben auch back to the roots oder auch wieder zu Hause ankommen. Bei dir fühlt man sich angekommen.
Gut, dann würde ich doch mal das Tarot jeweils darauf fragen mit dem Turm, was ist denn hier los? Was war der Umbruch oder die Stagnation? Was war denn hier Stein des Anstoßes oder vielleicht auch der Ursprung? Wir haben sechs Stäbe, wir haben ja Probleme, die man lösen darf. Ja, die Karte war ja eben auf dem Kopf seitlich gelegen. Also hier hatte jemand noch Probleme. Man sieht hier ganz viele Menschen im Umfeld. Vermutlich hat man hier mehrere Beobachter gehabt, Zuschauer, Einflüsse, vielleicht auch eine Art Schiedsrichter kommen ja so rein oder eben ein Bewertungs Team, wie beim Pferdesport zum Beispiel oder beim Tanzsport oder wie auch immer, über die Note 1 bis 10 oder 0 bis 10 zum Beispiel hochgehalten. Und so sieht es hier dementsprechend aus, dass hier jemand immer die Punkte im Außen gesucht hat, gesammelt hat, also Anerkennung im Mittelpunkt vielleicht auch ein bisschen stehen wollte, um seinen Selbstwert oder ihren Selbstwert, je nachdem, auf wen ihr schaut, männlich oder weiblich, ein bisschen aufzupushen, aufzupolieren. Siege, Erfolge, ja, Feste feiern. Um Anerkennung buhlen oder kämpfen, ja. Also hier ist jemand wirklich stark in der ja, Bewertungsphase gewesen. Ja, weniger im Selbstwert, denn ansonsten bräuchte man ja nicht hier mit Ach und Krach um die Aufmerksamkeit der anderen kämpfen. Ja, was bleibt mir noch zu sagen hier dazu, um das noch ein bisschen zu beschreiben? Ja, schlichtweg, wenn jemand so stark in dieser Energie ist, dass man praktisch immer eine Showbühne braucht, dann ist jemand eben nicht im Selbstwert, nicht im Selbstgefühl oder Selbstwertgefühl eher gesagt. Das heißt, dass man hier erstmal an sich arbeiten sollte. Klar, mit Ruhm bekleckern ist schön, wenn man es aber hier wirklich so mit dieser Energie mit aller Macht, ich kann es jetzt gar nicht richtig ausdrücken, mit aller Macht im Mittelpunkt stehen muss, weil einen etwas dazu drängt, sonst fühlt man sich wie ein Nichts oder ein Taugenichts oder ein Nichtsnutz oder so ähnlich. Dann darf man wirklich hinsehen, wozu brauche ich es? Ja, warum habe ich diesen Zwang? Welche innere Kindthemen gibt es denn hier? Vielleicht sogar Kindheitsthemen. Wer oder was hat mir einen Stempel auf die Stirn gedrückt? Ein Etikett mit dieser Stigmatisierung oder Diffamierung oder Diskriminierung, wie man es auch immer benennen mag, das Kindlein. Wer oder was hat mich hier in diese Situation gebracht? Wieso, warum, weshalb? Ja. Das heißt, hier spiegelt jemand eben die Glaubenssätze eines anderen oder mehrerer anderen, der von jenen auferlegt wurde. Das kann nicht vom Elternhaus aus sein, das kann aber auch mit sonstigen Personen im Umkreis geschehen sein. Das Bäuchlein, was möchte man denn hier zum Wachsen bringen? Wir haben zwei der Stäbe, lag auf dem Kopf, nebeneinander herleben, gleichgültig, fehlende Bereitschaft, leidenschaftslos, Halbherzigkeit, unentschlossen. Das heißt, wenn es ja auf dem Kopf war, möchte man eben das loslassen. Ja, man möchte nicht nebeneinander herleben, sondern man möchte vereint sein. Hier mit dem Bäuchlein kommt mir auch sehr stark die Intimität rein. Man möchte ineinander verschmelzen, sich ganz, ganz nahe sein. Ja, sich begegnen, die Liebe spüren, die Lust wieder spüren und ausleben und sich nicht mehr drücken um Verantwortung, um Entscheidungen, um, ja, können wir noch sagen. Ja, einfach bereit sein, hier miteinander diese Seelenverbindung offiziell leben zu können. Mit vollem Herz dabei sein, weil hier heißt es ja Halbherzigkeit,
andersrum gegenteilig, ist ja dann eben mit Herz und Seele leben, mit dem Verstand vereint. Und dann haben wir das Ass der Schwerter auf das Schiff, Chance auf Neubeginn, klärendes Gespräch und kluge Entscheidung. Ja, die Karte war jetzt, glaube ich, so ein bisschen seitlich gelegen. Die Chance, etwas verstehen, klug zu entscheiden und eine Klärung. Ja, mit den Wellen, mit dem Schiff geht es ja auf und ab. Wie soll ich es anfangen? Wie bekomme ich vielleicht auch eine zweite Chance, für den einen oder anderen vielleicht auch eine dritte, vierte Chance? Der Neubeginn. Eine Problemlösung. Eine wichtige Erkenntnis kam hier aus den Wölkchen. Jemand beginnt hier klar zu sehen, auch mit Hilfe der Spiritualität. Dann schauen wir mal auf die Engelsflügel. Ui, doch, das Ast der Stäbe, das hat sich gerade schon mal gezeigt. Chance auf Entfaltung, Lebendigkeit und Wachstum. Auch hier wieder die Weiterentwicklung. Auch etwas unternehmen zu wollen, ja, mit dem Engelsflügel kommt mir so die Intuition rein, dass man hier auch kräftig manifestiert hat, man hat gebetet, um, ja, einen Lichtblick, einen Stern am Horizont, wo kann man andocken, wie kann man hier auch einen Neubeginn einläuten, mit Mut, Kraft und Tatendrang voranzugehen. Ja, die Chance auf Entfaltung mit Hilfe der Spiritualität. Ja, vielleicht bist du ja auch eben spirituell unterwegs als VIP, vielleicht sogar auf YouTube, Facebook oder was gibt's, TikTok, Instagram und was weiß ich was. Das kann sein, dass hier jemand auch dich vielleicht verfolgt hat und durch dein Auftreten, durch deine Weisheiten auch ein nächstes Level erreicht hat, ja, mit dir gemeinsam gewachsen ist und du hast es vielleicht gar nicht mitbekommen. Dann haben wir auf den Seelengefährten verzaubern die Anziehungskraft, positive Entwicklung, Zeit zu handeln, Entscheidungen zu treffen. Die eigene Fähigkeiten nutzen, neue Phase beginnt. Der Erfolg. Einen kleinen Moment, ich muss mal kurz was gucken. Ah, okay. Gut. Alles im Lot auf dem Boot. Gut, also. Nochmals. Die Verzauberung. Die Anziehungskraft hier mit dem Seelengefährten, man ist absolut dir treu ergeben in der Seele, im Gefühl. Mit Geschick zur Meisterschaft aufsteigen, wie gesagt, jemand hat von dir etwas abgekupfert, mit dir, durch dich gelernt. Eben in Bezug auf Spiritualität, Seelenverbindungen, auch die Seelenliebe. Und ja, würde ich mal sagen, fragen wir jetzt noch Veritas Videre, die Wahrheit sehen. Also die Entwicklung hier ist schon sehr, sehr schön. Ein bisschen holprig war es hier noch. Jetzt bin ich mal gespannt, was hier die Veritas Videre noch sagen. Die Brieftaube, Kontaktaufnahme, hier eben mit sechs den Stäben möchte man etwas klären, etwas bereinigen. Hier Nachrichten senden, dich vielleicht auch aus dem Türmchen rausholen oder man meldet schon mal Besuch an und sagt, wie wäre es mit einem Date oder so ähnlich. Ne? Dann haben wir die Selbstständigkeit, die Unabhängigkeit. Ja, mit den zwei der Stäben war man ja ein bisschen lustlos dabei, das heißt, man war nicht ganz so im eigenen Saft gestanden, in der eigenen Kraft. Das heißt, man war vielleicht auch ein Stück weit abhängig noch von irgendwelchen Umständen, vielleicht sogar auch beruflich mit irgendwas noch eingebunden, was einem auch so ein bisschen den letzten Nerv geraubt hat. Und da hat sich jetzt jemand herausbewegt. Ja, man hat sich jetzt hier unabhängig gemacht, in die Selbstständigkeit rein. Ja, vielleicht raus aus einem tiefen Seelenloch, sich herausgearbeitet
Und ja, sehr schön, wenn hier wieder jemand auf die eigenen Beine stehen kann. Das Auto, die Fahrzeuge, Umzug oder Flexibilität mit dem Schiff heißt es eben vorankommen. Das kann auch unter Umständen mit einem Auto, einem Fahrrad, mit einem Motorrad oder Schiff, Flugzeug, Hubschrauber, sonst irgendwas zu tun haben, dass man sich mit dir treffen möchte. Vielleicht bist du eben auch, wie gesagt, umgezogen oder es steht ein Umzug an oder jener ist umgezogen. Schlichtweg heißt das Auto hier allerdings auch das Vorankommen, ja, sich bewegen. Auch flexibel sein. Ja, also nicht mehr starrsinnig sein. Auch hier mit dem Ast der Schwerter kann man ja auch einiges kaputt machen, auch einiges kaputt fahren. Das hat ja jemand verstanden, dass es so nicht geht, dass man hier einfach ja mit einem großen Unimog oder Traktor, Trecker irgendwie die Tür einfahren kann, ja, und einfach mal Gas geben, ohne Rücksicht auf Verluste. So funktioniert das in einer Verbindung nicht und in einer Seelenverbindung schon gleich gar nicht. Da kommuniziert man anders, nicht so grob, ja, so grob motorisch. Da darf man ein bisschen sensibler sein, denn wenn man selbst sensibel ist, und so kommt mir dieser Typ hier rein, dann sollte man auch so mit anderen umgehen. Das heißt, wenn man Liebe empfangen möchte und Herzlichkeit, dann hat man diese auch zu geben, sonst funktioniert das nicht, ja. Dann sollte ja schon auf gleicher Wellenlänge funken. So, dann haben wir auf die Engelsflügel Konzentration, seine oder ihre Gedanken, sich zu viele Gedanken machen, ein Kopfmensch, ja, der Verstand, Ast der Stäbe. Ast der Stäbe heißt ja aber auch die Feuerenergie. Also hier ist vielleicht jemand mit Feuereifer in Gedanken gewesen, im Verstand und hat Herz und Seele einfach mal unter Verschluss gehalten. Und das darf man jetzt ändern, ja. Man hat hier den Wunsch geäußert, wieder Tür und Tor bei dir geöffnet zu bekommen. Einen Wink mit dem Zaunpfahl oder vielleicht mit einer kompletten chinesischen Mauer, wenn es jemand nicht verstanden hat. Einmal die Bratpfanne über den Kopf und dann hat das Universum gesehen, wie diesem Kerl hier die Sternchen um den Kopf geflattert sind. Ja, das hat vielleicht jemand gebraucht. Eine energetische Bratpfanne an die Birne. Und dann haben wir hier noch die Verlustängste. Ja, es lag ja auch schon auf dem Kopf. Das heißt, jemand möchte hier eben mit dem Fuß in die Tür wieder rein, weil man hier die Verlustangst hat, die Einsamkeit, Diebstahl, Weggang. Ja, man hat gesehen, wie du gegangen bist. Mit einer Staubwolke, mit einer Rauchwolke, zack, wusch und weg warst du. Die Verlustängste möchte man heilen, hier mit dem Magier. Man möchte locker, fluffig, leicht auf dich zukommen. Du hast jemanden verzaubert und jetzt möchte jemand dich verzaubern. Jemand möchte dich jetzt auch so ein bisschen um den kleinen Finger wickeln, dass man hier auch ein bisschen ans Ziel kommt. Man möchte dich bezirzen. Man hat dich vielleicht beobachtet, was dir so gefällt, was vielleicht deine Träume, Wünsche, Ziele sind. Und da kann es sein, dass hier jetzt jemand so einen Wunsch aufgeschnappt hat und dir eventuell eine Freude macht in Bezug auf einen bestimmten Traum. Sei es ein bestimmtes Hobby, sei es ein bestimmtes Traumziel, sei es irgendwas, was du dir vielleicht schon immer gewünscht hast, aber es dir nicht leisten konntest oder vielleicht auch zu knickig warst, dafür Geld auszugeben. Oder irgendwas lässt sich hier Spannendes jemand einfallen, um ja, dich zu überraschen und sprachlos und perplex zu machen. Jetzt haben wir die richtigen Worte. Hey, hey. Ist das heute ein Geholper? Und genauso kommt es mir bei diesen Menschen rein. Hier ist jemand holprig unterwegs gewesen und das darf sich jetzt verändern. Jetzt an Weihnachten, zu den Feiertagen, zu den Festtagen, kommt hier jemand richtig in Schwung und macht sich hier auf die Socken, um eine Überraschung zu planen. Ich sehe eine sehr glückliche Zeit für dich. Ich wusste immer, dass du es schaffen wirst. Halte weiter die Vision in deinen Gedanken. Einhornsegen. Ja, die Vision. Etwas sehen. Also, durch die Beobachtungsphase, vielleicht bist du auch ein Hellseher oder eine Hellseherin oder Kartenlegerin oder Kaffeesatzleserin oder whatever.
Auf jeden Fall sehe ich hier auch wieder, dass jemand dich sieht oder dich gesehen hat, irgendwo im Außen oder im Internet. Das Gefühl, das Bauchgefühl, dass alles gut ist, so wie es ist, hast du dir heute mehr als verdient. Ich liebe diese Tage. Es wird alles gut werden. Hab Vertrauen. Geh raus aus der Erwartungshaltung, raus aus einer Hoffnungshaltung. Denn wenn man etwas erhofft, ist man genauso in der Erwartungshaltung. Und solange man in dieser Energie ist, kommt nichts in Bewegung. Liebe Jungs und Mädels, das knockt alles aus. Ups, plumps. Und da fallen sie auch schon nieder. Nichts ist unmöglich. Du kannst alles erreichen, was du willst. Auch die Ziele, die dir jetzt vielleicht noch sehr weit weg erscheinen. Ich sehe was, was du nicht siehst, und das ist schon sehr nah. Wage den ersten Schritt. Steht hier jemand vielleicht schon vorm Fenster? Wer weiß. Ja, also hier ist jemand in Beobachtermodus. 100% du selbst. Sei einfach immer authentisch. Dann ist dir alles möglich. Naja, außer du kannst ein Einhorn sein. Dann sei frech, wild und authentisch und tanze ausgelassen, auch im Regen. Ja, du darfst das Einhorn sein. Du darfst dich freuen, denn irgendjemand möchte dir eine Freude bereiten. Eine Überraschung. Surprise, surprise! Ja, vielleicht gibt es auch einen kleinen Ponyhof. Von Schleich oder so. Ja, wer weiß. Okay, Spaß beiseite. Wir schauen auf den Hund. Liebe Einhörnchen, was habt ihr für den Hund? Die Seelenverbindung, weißt du noch, damals als Kind. Die Gerüche, Rituale, deine Lieblingsspiele und wie zeitlos alles erschien. Dann zaubere diese Emotion heute in deinen Tag. Erinnerungen deiner Kindheit sind überall zuckersüß und manchmal klebrig. Zweimal Zuckerwatte bitte. Ja, du bist zuckersüß und manchmal klebrig. Peppig oder pappig oder vielleicht auch mal pampig. Und das liebt jemand an dir. Ja, dieses, ja, zum einen das Wilde, dann wieder das Gediegene, das Verspielte, ja, einmal erwachsen und dann doch wieder ein Stück weit naiv auch, die Leichtigkeit des Kindes. Du bist hier alles beide in einem Menschen und das fasziniert hier jemand, das hast du gut gemacht, denn du hast hier jemanden verzaubert, denn du bist hier so schillernd unterwegs wie die zauberhaften Einhörner. Wir haben hier bunte Einhörner, wir haben weiß-grau, silberne und wir haben schwarze, also es ist wirklich alles dabei. Du bist alles in einem. Mir kommt hier auch sämtliche Energien rein. Wasser, Feuer, Erde, Luft. Du kannst alles in dir vereinen. Immer das, was gerade angesagt ist, was jemand braucht. Braucht jemand Unterstützung? Braucht jemand einen Tritt in den Hintern? Braucht jemand eine mütterliche Energie? Oder braucht jemand vielleicht auch mal Zuckerbrot und Peitsche? Du hast dies alles in dir vereint. Ja, vielleicht hast du es noch gar nicht richtig bemerkt. Du hast hier jemand auf jeden Fall verzaubert mit deiner Aufgeschlossenheit, deiner Flexibilität. Auch die verschiedenen Ansichtsweisen. Und du, wenn dieses Orakel von dir spricht, beharrst auch nicht unbedingt auf deine Meinung, sondern du machst dich auch schlau, ja, hinterfragst auch vieles, ja, ob das sein kann oder ob es nicht doch vielleicht einen anderen Weg gibt. Das ist die Flexibilität, die Offenheit, die Weltoffenheit. Ja, offene Herzen, offene Seelen, das wünscht man sich, das darf hier auch eingeläutet werden. Und was haben wir hier Schönes? Wow, die Zahl Nummer 11, liebe und wertschätze dich selbst. Hier kommt jemand in Selbstwert. Die Zahl 18, lasse die Kontrolle los. Er, sie kann dir nicht weglaufen. Irgendwie bist du ein Stück weit weggelaufen, aber so richtig entfernen konntet ihr euch nicht, denn Seelenverbindungen, Seelengefährten, die kann man nicht einfach so trennen, im physischen vielleicht schon, aber auf Seelenebene eben nicht. Die Zahl 19. Nehme all deine Gefühle an, sage ja, du darfst da sein. Oh, hier möchte jemand ganz, ganz nah bei dir sein, möchte, dass du dich öffnest, Seele und Herz öffnest, raus aus dem Verstand, raus, loslassen, was passiert ist, loslassen die Verletzungen. Eine Vergebungsbeurkundung kommt mir hier rein.
eine Vergebungsenergie, eine Versöhnungsenergie. Und ja, wie könnte es auch anders sein zu den Festtagen? So gehört sich's auch. Und zwar nicht nur an Festtagen, sondern allzeit. Das wünsche ich mir. Und die Zahl 1, er, sie braucht Zeit, die Gefühle anzunehmen. Ja, hier war wirklich jemand out of order. Hier war jemand ausverkauft. Hier war jemand plattgewalzt. Hier war jemand wirklich überflutet. Und wir haben noch die Zahl 28, sei unabhängig von ihm, ihr, dadurch wirkst du unwiderstehlich. Hier nochmals das Thema loslassen, keine Erwartungshaltung, keine Hoffnungshaltung. Wenn es so sein soll, dann kommt es zu dir. Und genau das ist hier das Thema. Vertraue drauf, vertraue aufs Universum, vertraue diese Menschen und vor allem dir selbst. Sei du der schillernde Mensch, so wie man dich hier, wie er sie dich kennengelernt hat, locker fluffig unterwegs und nicht verbissen, erwartend und jetzt muss aber und warum kommt nichts und diese Ungeduld und so. So wird das nichts, kann ich euch sagen, das kann ich euch versichern, so wird das nichts. Erst wenn ihr locker fluffig unterwegs seid, auch in eurem Selbstwert, das heißt, ihr seid von nichts und niemanden abhängig, ihr habt euer Leben im Griff und jeder, der euch begleitet, positiverweise, ist noch ein weiterer Stern am Himmel, jedoch leuchtet dein Himmel auch ohne diesen Stern. Ja, also es ist kein Muss, es ist keine Pflicht. Ja, sehr schön. Wir sind durch für heute, für hier und heute. Ich wünsche euch hiermit nochmals einen gesegneten Heiligabend, schöne Festtage und wir sehen uns beim nächsten Video. Auch die kommen noch zwischen Weihnachten und Silvester, Neujahr. Ich weiß noch nicht, wie regelmäßig, aber ich gebe mein Bestes. In diesem Sinne, lasst die Seelen baumeln und lasst die Seelen miteinander kommunizieren. Alles Liebe, alles Gute. Tschüss, deine Orakelnixe.